dance and turn up the sound. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview, zu einem neuen Video hier bei MMA ohne Maske. Seht schon den Gast an meiner Seite, zu dem komme ich gleich. Lasst schon mal gerne, wenn ihr eh schon mal hier seid, ein Like da, lasst ein Abo da, euch kostet das nichts und schreibt einen netten Kommentar in die Kommentare. Und jetzt zu meinem Gast zum zweiten Mal, Leon Naumann. herzlich willkommen, wie geht's dir? Mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Endlich hat's mal geklappt zwischen uns zwei. Yes, wir hatten schon ein paar Anläufe damals vor deinem Kampf, der ist ja dann ausgefallen bei Cage Warriors. Zu diesen ganzen Sachen würde ich sagen, kommen wir gleich, weil ich glaube, bei vielen läufst du noch so ein bisschen unter dem Radar in Deutschland. Aber ich glaube, wir fangen einfach mal so komplett vorne an, bevor wir jetzt direkt zu Cage Warriors gehen zu dem jetzigen Stand. Erzähl mal einfach so ein bisschen, wie bist du überhaupt auf MMA gekommen? Weil man weiß jetzt, du kämpfst jetzt bei Cage Warriors, aber wie hast du überhaupt mit MMA, wie bist du das erste Mal in Kontakt gekommen mit MMA? Gut, MMA war es nicht direkt. Es hat angefangen ganz früh schon, so mit 5 Jahren, ganz klassisch. Haben mich meine Eltern beim Kampfsport angemeldet, beziehungsweise am Anfang war es so Selbstverteidigung. Also wie gesagt, so ganz klassisch, was Kinder am Anfang so machen. Und ja, und dann war hier ein MMA-Studio um die Ecke, da bin ich dann irgendwann hingegangen. Also konnten schon immer von draußen sehen, was da ist und so, und dann hat es uns dann natürlich interessiert. Und ja, da bin ich dann hingegangen. Da habe ich am Anfang nur BJJ gemacht, habe dann da die ersten BJJ-Wettkämpfe auch gemacht, hatte dann auch relativ schnell Erfolg und ja, und so bin ich dann da reingekommen. Dann wurde es immer mehr, dann mit 16 habe ich meinen ersten Amateurkampf gegeben und ja, so wurde es dann, wie gesagt, da reingerutscht. Was war das für ein Gym damals? War das auch direkt in Frankfurt? Also kommst du auch aus Frankfurt oder Nähe Frankfurt? Nee, ich komme aus Wetzlar, das ist bei Gießen. Ah, ja. Genau, da habe ich auch angefangen. Und wie gesagt, ja, okay, dann bin ich irgendwann Frankfurt gewechselt. Was war so, kannst du dich noch erinnern, so der erste Berührungspunkt so mit MMA, nicht mal selber gemacht, sondern so der erste Kampf, den du mal damals in der UFC oder sowas geguckt hast? Hast du da irgendwie sowas aus der Erinnerung? Boah, nee, das kann ich so schwer sagen. Wie gesagt, ich war schon immer so ein bisschen im Kampfsport drin. Ja. Meine Eltern auch schon, haben auch schon immer früher Kampfsport geguckt und meinem Vater habe ich schon immer Kampfsport geguckt. Wie gesagt, es war schon immer irgendwie ein Thema um mich rum. Also es war gar nicht so, dass ich irgendwie so ein Erlebnis hatte, wo ich dachte, okay, jetzt bin ich angefixt, sondern es war, wie gesagt, immer schon in meinem Leben. Ja, krass. Was, aber hast du dann auch so, sag ich mal, als Kind, ich weiß zum Beispiel bei mir, ich meine, ich bin 21, bei mir war halt genau diese Conor McGregor-Zeit, als ich so mit MMA angefangen habe, das zu schauen und das zu verfolgen. Was warst du bei dir? Was war so dein, sag ich mal, Vorbild oder Idol? Ja, das hatte ich auch nicht mal unbedingt. Also wie gesagt, ich habe schon Kampfsport, auch wenn ich jetzt weiß ich gar nicht sagen darf, aber früher schon gucken, meine Eltern als ganz kleiner Junge noch, da war das noch, ja, wirklich so Oldschool UFC. Ja, krass, krass, krass. Und dann, ja, wie gesagt, ich habe immer alles verfolgt. Glory verfolgt, das verfolgt, UFC verfolgt. Ja, also so ein richtiges Vorbild, sag ich mal, hast du jetzt nicht oder was, wo du sagst, boah, dem gucke ich immer noch heutzutage alte Videos an und lerne, weiß ich nicht, lerne Techniken oder sowas? Nee, ein richtiges Vorbild. Krass. Wie gesagt, das hat immer mal gewechselt. Ich war schon immer Fan von Diaz-Brüdern, den habe ich immer gefeiert, warum auch immer. Das war irgendwie immer, die waren irgendwie immer da. Ja. Aber ja, so ein richtiges Vorbild hatte ich nicht, wo ich mich jetzt dran orientiert habe. Ja, krass, krass. Du sagst, du kommst aus Wetzlar. Wir wissen ja jetzt, du trainierst in Frankfurt oder Nähe Frankfurt im Infinitus Gym. Ich glaube, vorher im Main Gym, glaube ich. Wann bist du nach Frankfurt, weiß ich nicht, gezogen oder gewechselt oder wann hast du so den Schritt nach Frankfurt gemacht? Genau, also ich trainiere beides. Ich trainiere im Main Gym in Frankfurt und im Infinitus, das ist bei Stockstadt, also in Stockstadt bei Aschaffenburg. Genau, ich trainiere in beiden Gyms, beide sind auch cool, wir haben vorher auch schon zusammengearbeitet und ja, deswegen trainiere ich in beiden. Und ja, ich wohne aber immer noch in Wetzlar, ja, okay. Das ist immer, dafür fahre ich halt ein ganz schönes Stück jeden Tag nach Frankfurt und nach, wie gesagt, nach Stockstadt, nach Aschaffenburg, sitze ich halt viel im Auto, aber ich bin trotzdem noch hier in Wetzlar geblieben. Wie weit ist das, wenn man das mal so nachvollziehen kann? In Frankfurt ist so, fahre ich so 30 Minuten. Ah, okay. So 70 Kilometer, 35 Minuten. Ja, ist Gott sei Dank eine gute Anbindung, nur Autobahn. Ja, und nach ins Infinitus fahre ich eine Stunde. Das ist schon ein bisschen mehr, das sind 100 Kilometer. Ja, und 100 Kilometer zurück, das ist halt ein Stückchen.
Aber Ja, was auf macht jeden man denn Fall. alles für einen Kampfsport? Ja, eben, wenn man, sage ich mal, so Vollblut-Kampfsportler ist. Aber machst du es auch mittlerweile hauptberuflich oder gehst du noch nebenbei arbeiten? Nee, ich gehe noch nebenbei arbeiten. Ja, Okay, was komplett in mach? Deutschland davon zu leben, ist ja schwer. Was machst du, wenn man Ich sitze fragen im darf? Büro bei so einem Industrieunternehmen. Hm? Genau, ich sitze im Büro beim Industrieunternehmen, mache da so Produktionsplanung, Steuerung. Ich meine, ich gehe nur 30 Stunden arbeiten, nicht Vollzeit, also nicht ganz Vollzeit, weil dann ist es auch einfach nicht mehr möglich und ich kann Gott sei Dank Homeoffice machen und, habe Gleitzeit und die Firma ist auch cool damit, die wissen es alle. Also wie gesagt, teilweise gehe ich morgens kurz arbeiten, gehe mich kurz ausstempeln, trainieren, wieder auf die Arbeit, dann heim, was essen und abends wieder ins Training. Wenn ich Ja. jetzt irgendwo körperlich arbeiten würde auf dem Bau, dann würde es nicht gehen. Aber wie gesagt, so ist Gott sei Dank, ist das alles gut möglich. Hört sich auf jeden Fall sportlich an, auf jeden Fall. Aber ich glaube, so geht's vielen. Vor allen Dingen mittlerweile, man, also wie du auch schon gesagt hast, man kann halt einfach noch nicht davon leben. Und ja, aber vielleicht wird es ja eines Tages, ne? Wir haben eben gerade schon das Infinitus. Wir haben eben gerade schon das Infinitus-Gym angesprochen. Und ich habe so das Gefühl, in letzter Zeit, wenn du so ein bisschen auf das Gym guckst, das, also für mich fühlt sich so an, als ob es so ein bisschen neuer ist oder gerade so ein bisschen im Kommen ist, im, nicht Hype, würde ich es nicht nennen, aber so ein bisschen größer wird. Viele Wettkämpfer, viele erfolgreiche Wettkämpfer. Erzähl mal so ein bisschen über das Gym. Mit wem trainierst du da? Wie sieht es da aus? Ist es so ein reines Grappling-Gym, Stand-up-Gym oder macht ihr da komplett einmal alles? Wie sieht es da aus? Ja, also wir machen da alles. Wir sind wirklich auf MMA spezialisiert. Klar haben wir auch einzelne Boxkurse und so weiter und auch nur Leute, die boxen und so weiter. Wie gesagt, für jede Kampfsportart. Aber ja, es ist ja auch relativ neu, das Gym. Und wir haben vorher alle zusammen im Mindgym trainiert. Der Chris, also Chris Loh, ist ja auch mein BJJ-Trainer, beziehungsweise wir trainieren viel zusammen. Der war ja auch vorher Trainer im Mindgym. Und so kam das ja alles. Dann hat es Infinitus aufgemacht. Der ist halt mit darüber. Kümmert sich viel da im Gym. Und ja, wie gesagt, wir waren vorher schon eine Truppe, auch der Moritz Merten und so weiter. Wie gesagt, wir haben vorher alle schon zusammen trainiert, jetzt halt nur mit einem neuen zusätzlichen Gym. Wie gesagt, vorher waren wir ja alle mein Gym. Genau. Ja, okay, so hatte ich das doch so ein bisschen im Kopf, um ehrlich zu sein, weil ich war mir nicht sicher, ist das irgendwie, hat sie einen neuen Namen bekommen oder wie sieht das, aber okay, du hast es jetzt gut erklärt. Also ihr wart, ihr seid einfach so eine kleine Truppe und ihr seid drüber gegangen, aber ihr trainiert auch noch in meinem Gym, okay, um das mal Genau, wir so zu trainieren auch verstehen. in meinem Gym zusammen. Wie gesagt, Infinitus Ja. wächst und wächst, kommen immer mehr Wettkämpfe dazu, ist ein großes neues Gym. Ja, kommt immer mehr auf dem Radar jetzt. Ja, alles klar, dann würde ich sagen, wir kommen mal so ein bisschen auf deine sportliche Karriere zu sprechen. Du hast gesagt, du hast mit 16 deinen ersten Amateurkampf gemacht, hast aber, glaube ich, drei Kämpfe bei Wheelof gemacht als Pro, hast dort auch zuletzt noch gekämpft, glaube ich, 2023, hast dort alle drei Kämpfe, glaube ich, sogar gewonnen. Bis dann, und jetzt erzähl mal so ein bisschen. Wie kam der Kontakt zu Cage Warriors? Weil ich glaube, wir haben nicht so viele Deutsche bei Cage Warriors. Wie kam der Kontakt? Erzähl mal so ein bisschen, wie ist das? Oder kam da so ein Anruf von der Manager und ey, Cage Warriors ist hier so am Telefon oder wie lief das so ab? Genau, wie gesagt, ich habe ja ganz früher auch bei GMC und so weiter gekämpft, dann bin ich zu Respect, genau, Respect habe ich auch einen Kampf gemacht, dann zu WeLove. Genau, WeLove habe ich dann, glaube ich, drei Kämpfe gemacht, dann sollte ich eigentlich um den Titel kämpfen, das dann nicht so richtig, also so war der Plan zumindest, um den Titel kämpfen und dann weitergehen, aber dann ist dieser Titelkampf nicht so richtig zustande gekommen, weil es einfach, ja, wie gesagt, aus der anderen Seite nicht so geklappt hat. Gegen wen war das? Gegen Alexander Djukic sollte das werden. Ah, Gegen den okay. jetzt Georg auch gekämpft hat. Ja. Genau. Sorry, ist ja mein Teamkamerad. Und ja, genau, gegen den sollte ich eigentlich kämpfen. Dann ist es aber irgendwie nicht zustande gekommen. Genau, und dann haben wir gesagt, okay, dann überspringen wir den Step jetzt. Und ja, so kam dann der über meinen Manager kam dann der Kontakt zu Cage Warriors. Ja, krass, krass auf jeden Fall. Als du so die Anfrage, sag ich mal, bekommen hast, war da so überhaupt ein Zögern oder hast du sofort gesagt, ey, lass uns das machen, es ist ein nächster guter Step für mich. Wie lief das ab? Ja, wie gesagt, ich war schon immer, Cage Warriors hatte ich auch schon immer auf dem Schirm, weil ich feiere die Veranstaltung einfach. Es kommen viele gute Kämpfer aus der UFC, kommen von Cage Warriors, ist ja auch so eins der Hauptsprungbretter in die UFC aus Europa. Und ja, deswegen wollte ich unbedingt in die UFC, also unbedingt zu Cage Warriors und dann habe ich es mir, ja, gar nicht lange überlegt.
Ja, krass. Du hattest dann den Kampf ansetzen, ich glaube im April, wenn ich es richtig hatte, in Erinnerung hatte, April gegen Kanisauskas, der Kampf ist ausgefallen. Das war praktisch die erste Kampfansetzung. Dann jetzt im Juni war dann auch der Kampf, ich glaube, es war Juni, ne? War das richtig? Oder Juli? Genau, Ende Juni, Juli Juli? war's. Genau. Ende Juli, genau. Und der Kampf war sehr, sehr, also es waren, glaube ich, sehr, sehr, zwei sehr, sehr, sehr krasse Runden. Auch zwei der krassesten, die ich wirklich gesehen habe. Weil das ging ja komplett hin und her, hin und Ja. her. Es war eine richtige Ballerei. Bevor wir auf das Sportliche mal zu sprechen kommen, erzähl mal so ein bisschen, weil ich glaube, es war auch für dich wahrscheinlich das erste Mal ins Ausland für Sport zu reisen, nach England zu reisen. Erzähl mal so ein bisschen, wie war die Reise, wie ist das bei Cage Warriors, sag ich mal, im Vergleich auch zu We Love oder GMC, auch hinter den Kulissen, wie wird man da als Athlet behandelt? Ich glaube, es ist ein bisschen interessant auch für die Leute für die Zuschauer zu wissen, wie das so ist. Ja, also wie gesagt, Cage Warriors behandelt einen als Athlet super gut. Gerade in England ist eh nochmal was ganz anderes, wie hier in Deutschland zu kämpfen. Da merkt man, sind halt die Leute richtig Kampfsportfans. Ja, die feiern dich als Kampfsportler. Auch abends dann, wenn wir essen waren, wird man schon erkannt, wurde angesprochen, ey, du kämpfst doch morgen Krass. hier in Manchester. Und ja, wie gesagt, es ist wirklich eine mega Veranstaltung. Ja, ist wie gesagt, kann man gar nicht vergleichen wie hier in Deutschland. Wirklich, da stehen die Athleten auf einer ganz anderen Stufe. Ja, So auch von krass, Cage krass. Warriors. Wie gesagt, Cage Warriors kümmert sich super um ihre Athleten, betreut alles super. Du hast immer einen Ansprechpartner, wenn du irgendwelche Fragen oder irgendwelche Probleme hast. Wie gesagt, steht dir immer jemand zur Verfügung, immer freundlich. Das ist wirklich, da kann man nichts aussetzen. Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an, dass du dich auch, sag ich mal, wohlfühlst dort bei der Veranstaltung. Jetzt kommen wir mal auf das Sportliche. Das waren, wie ich eben schon gesagt habe, zwei sehr, sehr wilde Runden. Also es hätte, glaube ich, du bist dann in der zweiten, Ende zweite Runde, glaube ich, bist du, wurdest du gefinisht. Aber ich sag mal so, das hätte auch komplett in die andere Richtung gehen können. Also jeder, der guckt euch den Kampf, ich glaube, das kann man auch gucken auf dem UFC Fight Pass, guckt euch mal bitte den Kampf an gegen Kanisauskas. Das war ein Hin und Her, hätte auch in die andere Richtung gehen können. Das war bis dato dein erfahrenster Gegner auf jeden Fall auch. Ein richtig erfahrener Gegner. Erzähl mal, wie war der Kampf im Cage? Erzähl mal, führ uns mal ein bisschen durch den Kampf. Ja, wie gesagt, wir haben leider am Anfang vom Kampf, nicht beziehungsweise im Kampf, sondern vor dem Kampf einen Fehler gemacht und wir waren extrem viel früher dran wie gedacht. Einfach, aber da mache ich der Cage Warriors gar keinen Vorwurf. Also, weil viele sagen ja immer, ah, wenn du vom außerhalb geholt wirst, wirst du so zum Verlieren geholt oder irgendwas. Aber nee, das war da gar nicht so, sondern wie gesagt, es war einfach, wir waren früher dran wie gedacht. Einfach, war zu Schulde, weil die Kämpfe davor alle relativ schnell zu Ende waren. Und die haben wirklich die Kämpfe einfach am Anfang durchgehauen, einen nach dem anderen. Und ja, das hatten wir nicht so ganz auf dem Plan. Dann hatte ich mir dann richtig warm gemacht, habe mich nur so 5 Minuten warm gemacht und wurde quasi kalt reingeschmissen in den Kampf. Wir mussten dann loslegen. Und ja, aber wie gesagt, das war unser Fehler. Darf uns beim nächsten nicht mehr passieren, beziehungsweise jetzt haben wir es auf dem Schirm. Und ja, wie gesagt, dann ging der Kampf los. Wir wussten, dass er direkt anfangen Druck macht. Genau, und dann. Ja, wie gesagt, dann hat mir dieses fehlende Aufwärmen relativ viel Kraft gekostet. Beziehungsweise ich kam halt schnell so in dieses Hechchen rein, so ein Kaltstart. Ich denke mal, also jeder Athlet hat es schon mal, jeder weiß, von was ich spreche. Genau, und das, wie gesagt, das hat mir halt hinten raus die Kraft gekostet. Ganz einfach. Dann, wie gesagt, dann war es, wie du schon sagst, war eine gute Hauerei, gute Schlacht. Ging hin und her. Und genau, dann hat er mich am Ende in der zweiten Runde getroffen. Wo ich jetzt auch nicht mal sage, unbedingt klar, er hat mich gut getroffen. Aber ich war nicht weg. Also weißt du, mein Körper war einfach nur zu platt am Ende. Also ich habe den Erschöpft genommen, ich einfach, habe ja. den gesehen, gespürt, wie ich runtergehe, genau, aber mein Körper konnte es einfach nicht mehr nehmen. Aber es war nie so, dass ich komplett weg war. Ja, Ja. okay. Aber ja, Ja. das war ein guter Gegner, wussten wir ja auch. Aus dem All-Stars Gym in Schweden. Ich meine, wenn die jemanden stellen, ist das schon kein Fallobst. Ja, definitiv, definitiv. Hört sich auf jeden Fall. Ja, aber ich sag mal so, aus solchen Sachen lernt man ja auch, ne, das fehlende Genau. Aufwärmen, dass man vielleicht das ein bisschen, vielleicht ein bisschen kalkuliert, vielleicht auch die anderen Kämpfe ein bisschen mehr im Augen, so einen Blick behalten könnte. Ich weiß nicht, wie es da hinter den Kulissen ist, aber ich glaube, das kann man so ein bisschen kalkulieren. Aber ich glaube, das sind auch gute Erfahrungen. Und ich denke auch bei Cage Warriors hast du da einen guten Eindruck hinterlassen. Ich weiß nicht, wie sieht's aus? Ich weiß nicht, ob du darüber reden darfst, aber hast du da einen Mehrkampfvertrag unterschrieben oder war das jetzt nur eine einmalige Sache? Wie sieht das da aus? Nee, ich habe Mehrkampfvertrag. Ich bin für mehrere Ja, okay. Kämpfe.
Und der Vertrag. Und es ist auch schon mehrere, sind schon wieder weitere Kämpfe in Planung. Eigentlich wollte ich sogar Ende dieses Jahr nochmal kämpfen. Das hat dann aber von unserer Seite nicht ausgeklappt. Und jetzt versuchen wir, genau, Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich. Ah, Ist nichts okay. genaues geplant, aber wir hatten es mal ins Auge gefasst. Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Wenn wir so ein bisschen auch, sage ich mal, im Mittelgewicht oder allgemein auch auf europäisches MMA gucken, so mittlerweile, wenn du so jetzt zurück auf die deutsche Szene mittlerweile guckst, wir haben ja Octagon mittlerweile, die riesige Veranstaltungen machen vor regelmäßig zehntausenden Leuten, klar, stadionweise Ausnahmen, 60.000, aber 10.000, 20.000 Leuten jedes Mal. Sag ich mal, bekommt man da nicht Bock zu sagen, ey, scheiß mal auf diese Cage Warriors, lass mich in Deutschland vor heimischem Publikum in Frankfurt oder sonst wo vor 10, 15, 20.000 Leuten zu kämpfen? Wie siehst du das? Ja, wurde mir sogar schon oft gestellt, die Frage. Aber gut, ich bin jetzt 23 und ich habe gesagt, wenn, will ich versuchen, ganz hoch zu kommen. Also so wirklich, wie gesagt, wie jeder halt sagt, in die UFC. Aber ja, deswegen, so war der Gedanke, deswegen bin ich zu Cage Warriors, weil wie ich eben schon mal gesagt, ist das ja das Hauptsprungbrett in die UFC. Und ja, wie gesagt, wenn ich probiere es über den Weg und wenn es nicht klappt, kann ich immer noch versuchen, in Deutschland Fuß zu fassen. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht unbedingt Zeit verlieren. Und also ist ja nicht Zeit verloren, aber wie gesagt, ich will es nach ganz oben schaffen oder wenigstens probieren. Und wie gesagt, wenn nicht, kann man immer noch in Deutschland angreifen. Ja, das ist aber, glaube ich, auch, das ist aber auch, glaube ich, so ein Ding, was ich von vielen mittlerweile gehört habe, die gesagt haben, ey, Octagon ist ja alles schön und gut, große Zuschauerzahlen und so weiter und so fort, aber so nach ganz oben durch, wie du sagst, Cage Royals, viele sagen auch Ares, was ein Sprungbrett ist, einfach in die UFC. Und vor allen Dingen, wenn man noch so jung ist, wie du, ich hatte dich jetzt gar nicht auf 23 geschätzt, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist, aber ja, ich glaube, da hat man noch einiges an Zeit und wenn, ey, es geht, kann manchmal ganz schnell gehen, wenn du da zwei, drei gute Leute weghaust, dann geht es ganz schnell Richtung UFC und sonst wo. Die gucken sich das da, glaube ich, auch alle an. Und auch UFC Fight Pass ist ja ein, sag ich mal, eine Riesenbühne für dich auch, einfach um dich zu präsentieren, oder? Also ist, UFC Fight Pass hört schon gut an, wenn man das so sagen kann. Ja, ganz genau. Wie gesagt, so war unser Plan auch. Wie gesagt, Octagon, klar, mega Veranstaltung, pusht's mega in Deutschland. Ist alles schön. Wie gesagt, macht auch viel für den Sport in Deutschland. Aber ja, wie gesagt, wenn du, ja, wie gesagt, ich denke mal, wenn du in die UFC willst, kommst du über so Organisationen wie, ja, Cage Warriors, Ares und so weiter. Ist halt, ja, der bessere Weg. Ja. Ja, wie gesagt, das war der einzigste Gedanke. Ja. Ja, ich würde sagen, es hört sich eigentlich ganz gut an. Wir haben auch jetzt ein ganz gutes Bild von dir bekommen. Obwohl, beschreib nochmal, weil ich, das fand ich eine, nochmal zum Abschluss, das fand ich eigentlich ganz interessant. Zum Beispiel, in den meisten Kämpfen sieht man dich, auch jetzt gegen Kanizauskas, war das eher so ein Striking-Duell, eine Ballerei, sage ich es einfach mal. Aber du hast schon gesagt, du hast als Kind mit Grappling angefangen, hast jetzt auch, glaube ich, letzte Woche Grappling-Turniere gewonnen und alles. Beschreib mal bitte in eigenen Worten deinen eigenen Stil, weil ich finde, das hört sich so ein bisschen gegensätzlich an. Ja, ich versuche immer überall mit den Besten zu trainieren. Also ich kann gar nicht sagen, dass ich nur versuche zu grappeln oder nur versuche zu boxen. Aber zum Beispiel gerade gegen Kanizauskas war das beste Beispiel. Also ich grapple sehr gerne und wie gesagt, ich bin ja auch Schwarzgurt und BJJ. Wie gesagt, war auch früher im Nationalteam und ja, wie du sagst, schon einige Grappling-Matches gewonnen und wie gesagt, oft kann ich einen Kampf auch am Boden beenden. Aber gut, wie gesagt, zum Beispiel so wie Kanizauskas. Da war ich am Ende so tot, beziehungsweise so platt, wie gesagt, durch das fehlende Aufwärmen. Dann war kein Ring mehr möglich und da muss man halt auch im Stand mithalten können. Wie gesagt, also man muss ja immer davon ausgehen. Man trainiert ja, man kämpft ja MMA und nicht eine einzelne Sportart. Deswegen, wie gesagt, ich sehe es so, dass man überall stark sein muss. Es gibt nicht mehr wie früher, dass ein Boxer gegen den Ringer kämpft und der eine kann nur das, der andere kann das. Und wie gesagt, der heutige MMA-Kämpfer muss alles können. Der muss boxen können, Thai-Boxen können, Ringen, Boden können. Und ja, wie gesagt, so sehe ich Ja, es. definitiv. Und wenn man eh an die Weltspitze will, glaube ich, dann muss man eh sowieso alles perfekt können, weil sonst wird das am Ende des Tages wahrscheinlich nichts. Also, oder sehr, sehr selten zumindest. Von daher ist es, glaube ich, ein ganz gut,
ganz gute Einstellung auch an sich als Kämpfer, nicht zu sagen, ich will nur grappeln oder nur boxen oder sonst was. Ja, ich würde sagen, wir haben ein ganz gutes Bild von dir bekommen. Danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, für das Interview, dass es jetzt endlich geklappt hat. Ich hoffe, wir sehen dich wieder bald im Cage. Du hast gesagt, Anfang nächsten Jahres. Und ich würde sagen, du darfst nochmal deine letzten Worte an, weiß ich nicht, Sponsoren, Fans und so weiter und so fort richten. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Wie gesagt, hat Spaß gemacht, das Interview. Und ja, wie gesagt, wer mich unterstützen will, wer mir zugucken will, kann dann hoffentlich Anfang nächsten Jahres einschalten bei UFC Fight Pass und ja, meinen nächsten Kampf beobachten. Yes. Haut rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Interview. Okay.